Hallo meine Lieben und schön, dass ihr eingeschaltet habt zu einem neuen Video von mir. Und ja, bei mir ist ein neues Produkt eingezogen und zwar meine erste Natasha Denona Palette. Das ist dieses schöne Teilchen hier. Ich hoffe, man kann es gut erkennen. Das ist jetzt die Umverpackung und ja, das wird heute eine First Impression, weil ich habe sie auf den Augen noch nicht ausprobiert, sondern nur geswatcht. Das seht ihr auch auf meinem Instagram-Kanal. Und ja, das ist eine Palette, die hat mich doch schon sehr angesprochen. Und ich mache die jetzt mal auf. Ja, das ist dieses Teilchen hier. Richtig, richtig schön. Das ist hier so ein, ja, so ein Kunststoff, der halt auch sehr empfindlich ist, was Fingerabdrücke angeht. Und hier hinten ist das so eine, ja, matte Oberfläche, und da hängt auch schon ein Haar von mir, so eine matte Oberfläche, sehr interessant, langt sich auf jeden Fall sehr, sehr schön an. Und ja, so sieht dann das gute Stück von innen aus. Das sind hier einmal die Farben. Und ja, wie gesagt, die Palette hat mich sehr angesprochen, weil es halt wirklich schöne, ja, so Rosé-Lila-Töne hat. Finde ich wirklich sehr, sehr schön. Und ja, die gefallen mir eigentlich wirklich mit am besten in Paletten, neben den naturfarbenen Tönen, also so Brauntöne. Und ja, deswegen durfte dieses Teilchen jetzt hier einziehen. So, als erstes trage ich mir einfach mal von Bare Minerals, habe ich hier einen ja, Concealer. Trage ich mir jetzt einfach hier mal auf das Augenlid auf. Ja, als erstes gehe ich jetzt hier in den First Farbton. Das ist dieser hier, fokussiert der. Das ist halt einfach so ein, ja, matter Weißton. Einfach so ein Ton, um die Base zu setten praktisch. Bin echt gespannt, wie die Lidschatten sich aufs Auge aufbringen lassen. Ja, war von Natasha Denona, schwärmen mir wirklich sehr, sehr viele. Und man muss ja auch dazu sagen, das ist natürlich jetzt keine billige Palette. Ich habe die jetzt bei Feel Unique bestellt. Dort hat sie, glaube ich, 72 Euro gekostet, minus, ich glaube, ich hatte so einen 15% Rabatt. Ja. Genau. Feel Unique kommt ja aus England und die haben das wirklich super, super sicher verpackt, geschickt. Also da konnte wirklich nichts kaputt gehen, was ich echt super finde. Und ja, ich bin jetzt mal wirklich am Rätseln, was ich anfangen soll. Was machen wir denn? Was machen wir denn? Lila bin ich mir jetzt gerade nicht so sicher, ob ich nehmen möchte. Ich glaube, wir nehmen jetzt erstmal einen sauren Blenderpinsel. Da nehme ich mir einfach von Zoeva einen. Das ist die 228 Lux Crease. Das ist jetzt, glaube ich, aus irgendeiner Sonderedition gewesen. Den gibt es aber eigentlich standardmäßig. Und dann gehe ich jetzt hier in den Farbton Valentine. Das ist dieses Rosé hier. Und den gebe ich mir jetzt einfach mal. Ich gehe auch ganz vorsichtig rein, weil ich Angst habe, dass es zu gut pigmentiert ist. Fokussiert. Fokussiert er? Jetzt hat. Bin jetzt mal reingegangen. Jetzt schauen wir mal. Und den gebe ich mir jetzt einfach mal in die Lidfalte. So sieht das Ganze jetzt aus. Und es ist auf jeden Fall schon schön Pigment drauf. Und dann nehmen wir uns einen anderen Pinsel. Nehmen wir, glaube ich, den hier mal. Das ist ein
die 225 Lux Eye Blender. Und damit gehen wir jetzt in den Farbton. Welchen nehmen wir denn? Ich glaube, wir gehen jetzt nochmal in den Farbton Soul und geben den jetzt nochmal so in die Lidfalte rein. Und da kommt auch schön Pigment ab. Gefällt mir auf jeden Fall schon mal gut. So sieht das Ganze jetzt aus. Hier tue ich mich momentan irgendwie immer ein bisschen schwer, das irgendwie gleichmäßig zu bringen. Ich weiß auch nicht warum. Aber dafür kann er die Lidschatten nichts. Ich glaube, wir müssen hier nochmal ein bisschen so eine Ecke formen. Was machen wir dann? Ich glaube, ich möchte hier so ein bisschen... wobei, das schaut eigentlich schon gut aus, ne? Bin mir noch nicht sicher, ob ich es hier außen ein bisschen dunkler machen möchte. Ich glaube, das machen wir auch. Und zwar mit dem Farbton Heartbeat. Das ist dieser hier oben. Dann gehe ich einfach in so ein... Ich habe so ein Schwämmchen hier stehen, wo man die Pigmente so abstreifen kann, dass es praktisch nicht mehr am Pinsel droben ist. Nimm den gleichen Pinsel. Gehe da ganz leicht rein. Und gebt mir das jetzt hier einfach mal, Entschuldigung, jetzt habe ich euch verdeckt, hier ins äußere V. Und zieht es so ein bisschen noch nach vorne, dass es nicht ganz so eine Kante gibt. Ja, gefällt mir ein bisschen besser. Ich glaube, meine Katze möchte aus dem Schlafzimmer raus. Ich kann nur die Tür nicht offen lassen, weil drüben die Waschmaschine läuft. Ja. Magst du raus? Katze ist raus. Und dann mache ich jetzt das Auge hier noch. Auch hier wieder nur in das äußere V. Das gefällt mir auf jeden Fall schon mal sehr, sehr gut. So, als nächstes, was machen wir jetzt? Jetzt kommen die Schimmerfarbtöne und ich swatche euch die jetzt mal schnell. Also wenn ihr alle Swatches einmal sehen wollt, dann schaut bitte gerne auf meinen Instagram-Kanal vorbei. Da seht ihr alle Swatches von der Palette und ich heiße da genauso wie hier, also eigentlich ganz leicht zu finden. Aber jetzt bin ich mir nämlich nicht sicher, welchen... Jetzt möchte ich gerade wieder rein. Jetzt musst du kurz warten. So, welchen Farbton ich jetzt nehme? Wir haben ja hier verschiedene Schimmertöne. Also der hier. Dann hier haben wir noch einen und hier haben wir noch einen. Und ich glaube fast, dass am besten wahrscheinlich der hier dazu passt. Oder ich finde auch diesen Blind-Farbton hier richtig, richtig geil irgendwie. Also das ist jetzt einmal der Farbton Blind und einmal der Farbton Giving. Beides sehr, sehr schöne Farben und ich habe völlig blöd geswatcht. Und ich bin mir echt nicht sicher, welchen ich nehmen soll. Ich habe es jetzt hier nochmal geswatcht. Also das ist der Farbton Giving, Blind und Transparent ist das. Alle drei sehr, sehr, sehr schön. Welchen nehme ich jetzt dafür?
Ich glaube, weil mich dieser Blindton echt am meisten anspricht, ich möchte ihn so gerne ausprobieren. Wir nehmen den Farbton Blind. Ich werde das jetzt mal ohne eine Base ausprobieren. Ich bin echt gespannt, wie gut das der pigmentiert ist. Und dafür nehme ich mir hier aus der Game of Thrones Urban Decay Limited Edition den wunderschönen Pinsel hier. So, also wir nehmen jetzt mal den Farbton Blind und ohne irgendeine Base oder so, also ohne nochmal den Concealer zu nehmen. Und dann trage ich mir den hier einfach mal auf. Und wow. Kommt das in der Kamera so rüber wie hier? Also der ist wirklich sehr, sehr gut pigmentiert. Und wir ignorieren jetzt einfach mal dieses Kratzen an der Tür, weil das Spiel dauert jetzt länger. Rein, raus, rein, raus, rein, raus. Aber wenn ich die Tür offen lasse, dann hört ihr nur noch Waschmaschine. Also ich finde, das sieht echt schön aus, oder? Ich werde gleich nochmal ein bisschen mit der Farbe Soul ausblenden. Oh, das gefällt mir schon richtig, richtig gut. Ja, man sieht ja auch hier, wie schön das Pigment drauf ist. Das ist die andere Seite, die ist noch sauber und hier ist das Pigment drauf. Richtig schön. Dann nehme ich mir nochmal den Blenderpinsel, womit ich am Anfang Valentine aufgetragen habe. Und gehe nochmal in den Farbton Soul. Jetzt nochmal ein bisschen ab. Und blende das jetzt nochmal ein bisschen. Gefällt mir richtig, richtig gut. Jetzt nehme ich hier von Evelyn so einen Blenderpinsel. Gehe nochmal in den Farbton First rein, diesen weißlich-beigen Ton und blende damit praktisch nochmal hier so ein bisschen aus, dass hier keine Kante oder so entsteht. Ja, jetzt war die Speicherkarte gerade voll und ich habe noch schnell ausgeblendet, habe mir eine Base aufgetragen, Primer, Foundation und Puder. Und schreibt euch auch unten in die Infobox, welche Produkte das ich verwendet habe. Und ich habe noch ein neues Produkt und das ist dieses hier. Genau, das ist dieses hier und das ist der Chocolate Soleil Bronzer. Gefühlt bin ich der letzte Mensch auf YouTube, der das Teilchen in den Händen hält. Dieses hübsche Teilchen. Also optisch finde ich es sehr, sehr schön, sehr niedlich, auch hier mit dem Herz. Die Verpackung an sich finde ich ein bisschen billig, muss ich sagen. Und so sieht der von innen aus. Ich glaube, ihr kennt den. Ich habe den auch schon ein, zwei Mal verwendet. Und er riecht wirklich nach Kakao. Richtig, richtig geil. Ganz toller Kakaogeruch, gefällt mir echt gut. Und ja, ich nehme jetzt hier von Zoeva den Luxe Cheek Finish 125 und tippe es hier einfach mal rein. Klopfe das auch mal gut ab und gucke hier in den Spiegel. Und der ist wirklich richtig schön dezent, matt, nicht zu warm. Also für mich genau richtig. Ja, gefällt mir echt gut. Und das ist echt so ein leckerer Kakaogeruch dann in der Luft. Richtig schön. Ja, also der Bronzer gefällt mir wirklich richtig gut. Also man hat eine schöne Farbe, ohne zu viel auf der Haut zu haben. Gefällt mir wirklich richtig gut. Verpackung, wie gesagt, finde ich ein bisschen teuer. Teuer. Also ich finde den, die Verpackung dem Preis nicht entsprechend, so muss ich sagen. Also der, glaube ich, kostet 30 Euro oder so. Ich schreibe es euch auf jeden Fall mal hier unten rein. Und ja, dafür finde ich halt die Verpackung so ein bisschen, hätten es ein bisschen besser machen können. Also ich weiß nicht, also da
erwarte ich irgendwie ein bisschen mehr. Als nächstes nehme ich mal wieder hier diese Palette hier. Das ist die Highlighter-Palette aus der Game of Thrones Limited Edition Mother of Dragons. Und ja, ich bin so froh, dass ich dieses Schmuckstück ergattern konnte. Ich kenne sie mit Sicherheit schon, ne? Das ist dieses schöne Teilchen hier, wirklich richtig schön. Und dann nehme ich mir jetzt mal einen fluffigen Highlighter-Pinsel beziehungsweise Luxe Powder Fusion, die 134 von Zoeva. Und gehe hier ganz leicht in diesen roséfarbenen Highlighter rein. Das ist dieser hier. Ganz, ganz leicht. Aber ich denke, der passt ganz gut zum Look. Gut abklopfen. Und auch ein richtig schöner Highlighter. Gefällt mir wirklich sehr, sehr gut. Aber ich muss halt sagen, zu dem greife ich jetzt nicht ganz so oft, weil farbig kann man jetzt auch nicht immer tragen, finde ich. Gerade im Alltag finde ich es jetzt nicht unbedingt so tragbar. Aber hier jetzt finde ich es eigentlich recht schön. Und wir müssen heute zwar noch einkaufen, aber dafür passt das. Oder zum Weggehen oder zum abends ausgehen, finde ich das richtig schön, gefällt mir echt gut. Ja, als nächstes würde ich sagen, mach mir erstmal den Augenlook fertig. Und dann nehme ich mir jetzt einmal so ein, ja, so einen flachen Pinsel. Ich weiß jetzt nicht genau, wie ich es beschreiben soll. Und gehe in den Farbton Soul rein. Nein, andersrum. Ich wollte es eigentlich andersrum machen. Ich nehme jetzt als erstes den Smudger 226 von Zoeva. Das ist dieses Teilchen hier. Das ist so ein schöner flacher Pigment. Also er ist zwar ein bisschen, man sieht es hier Farbe, aber ich habe den gerade in diesem, ja, wie nennt man das Teil? Das Ding hier halt. Da geht ihr praktisch mit dem Pinsel rein, dann werden die losen Farbpigmente abgenommen und dann habt ihr praktisch einen pigmentfreien Pinsel, den ihr wieder verwenden könntet. Und jetzt gehe ich in den Farbton Soul und gebe mir den hier unten am unteren Wimpernkranz entlang. Gleiche mache ich auf der anderen Seite auch nochmal. Und jetzt nehme ich mir diesen anderen Pinsel hier und gehe in den Farbton Valentine. So ganz hell rosa, ne? Und blende praktisch damit die Farbe hier unten aus. Und dann nehme ich mir nochmal den Pinsel hier und gehe nochmal in den Farbton Blind und gehe aber nur mit der Spitze so ein bisschen rein. Und gebe mir den praktisch hier vorne so ein bisschen noch auf. Jetzt nehme ich mir nochmal die Highlighter-Palette her. Nehme mir hier so einen ganz kleinen Spitzenpinsel, gehe nochmal in den Farbton Dragon aus der Palette und gebe mir den hier innen auf. Passt echt sehr gut dazu, muss ich sagen. Dann nehme ich mir hier von Manakadar ein Perfect Beauty Powder. Das ist so ein weißes, das ist auch, hat auch schon ein Hittepan. Einen großen fluffigen Pinsel. Geht einmal rein und setze es mir hier so unten so ein bisschen hin und dann blende ich hier oben noch mal ein bisschen aus. Das gleiche mache ich auf der anderen Seite auch noch mal. So, ich habe mir jetzt einmal Augenbrauen noch aufgetragen und Fixing Spray schon mal gemacht und dann kommen wir auch schon zum letzten Part und zwar Mascara. Und zwar habe ich mir jetzt letztens erst die Baby Doll
nee, Baby Roll Mega Volume Mascara geholt. Da schwärmen ja auch wirklich sehr, 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 sehr viele Leute von. Und ich habe mir gedacht, naja, dann probierst du es halt einmal aus und habe nicht geguckt, was es für ein Bürstchen hat. Und es hat so ein Bürstchen hier. Und ich muss sagen, ich komme damit nicht zurecht. Ich habe hier diese Bambi Eyes jetzt gehabt von L'Oreal. Und die hat wirklich ein schönes Bürstchen. Die ist jetzt nur leider schon leer. Und jetzt mache ich halt eins. Ich wechsle das Bürstchen in der Mascara aus. Und habe dafür eine gute Mascara mit einem guten Bürstchen, was für mich halt funktioniert. Ja, das ist jetzt der fertige Look mit der Natasha Denona Palette und ich muss sagen, es gefällt mir richtig, richtig gut. Also es lässt sich wirklich schön auftragen. Man muss natürlich am Anfang, bin ich mit jeder Palette immer ein bisschen vorsichtig, einfach um zu schauen, ja, wie ist sie pigmentiert, weil wenn sie zu stark pigmentiert sind, hat man oft das Problem, dass man das nicht ordentlich verblendet bekommt. Aber ich finde, hier ging es echt richtig zügig. Und ich werde natürlich weiterhin die Palette auf Herz und Nieren testen, weil sie ist natürlich ein absolutes Schmuckstück. Mir gefällt sie richtig, richtig gut. Und ich bin froh, dass sie auch jetzt kleinere Paletten auch rausbringt, die nicht ganz so groß sind und halt vom Preis her ein bisschen niedriger sind. Klar, man kriegt natürlich auch weniger dafür, ist ganz logisch. Aber die Palette gefällt mir richtig, richtig gut. Also muss ich echt sagen, also ich finde echt, dass es eine richtig schöne Palette ist und ich werde auf jeden Fall noch Looks mit der lila Palette machen. Und ja, mit der lila Palette sage ich schon, mit den lila Tönen aus der Palette und würde ich sie mir nochmal kaufen nach dem ersten Ausprobieren? Ja, würde ich auf jeden Fall, weil sie wirklich ein schönes Farbkonzept hat, was mir wirklich richtig, richtig gut gefällt. Und ich bin so froh, dass die bei mir eingezogen ist. Ich weiß nämlich auch nicht, ob das jetzt eine Limited Edition ist oder ob die jetzt so im Standardsortiment ist. Und ja, ich freue mich echt riesig drüber. Und ja, der Look ist wirklich schön geworden. Also mir gefällt der richtig, richtig gut. Weiß nicht, ob er meine Augen zum Strahlen bringt oder nicht. Das ist ja auch immer so ein Problem. Ich versuche momentan so ein bisschen rauszufinden, was die Augen wirklich so richtig schön blau strahlen lässt. Und man sagt ja so, Peach-Töne sollen sehr, sehr gut funktionieren, so Brauntöne. Und ja, aber ich finde auch hier, ich muss da mal beim Videoschneiden anschauen, wie das aussieht, weil jetzt so am kleinen Display erkennt man es nicht ganz so gut. Ja, aber trotzdem ist eine tolle Palette und ich bin echt froh, dass sie bei mir eingezogen ist. Ja, schreibt mir unten in die Kommentare, ob ihr die Palette auch habt oder ob ihr generell schon mal ein Natasha Denona Produkt habt, ausprobiert habt. Und mir fällt gerade ein, ich habe den Lippenstift vergessen. Ich wollte mir noch einen Lippenstift auftragen. Ja, ich habe nämlich hier von Charlotte Tilbury die JK Magic. Den habe ich mir letztes Jahr in Nürnberg gekauft bei Sephora und ja, ich habe den auch schon ein paar Mal getragen. Ist richtig, richtig schön und so. Meine Lippen sind halt momentan so, so trocken. Das ist der Wahnsinn. Ja. Der Look ist auf jeden Fall fertig. Ja, wie gesagt, mir gefällt die Palette richtig, richtig gut und ich bin so happy, dass ich sie habe. Und ja, vergesst nicht, mir in die Kommentare zu schreiben, ob ihr die Palette auch habt, wie ihr sie findet oder wie ihr generell Produkte von Natasha Denona findet. Und ja, ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Bis dann, ihr Lieben. Tschüss!